Video von Handball 2017. Guten Abend, liebe Zuschauer. Guten Abend, Christian. Guten Abend, Michael. Schön, dass wir uns hier wiedersehen. Heute Abend geht es beim Handball um die Partie Konstanz gegen Saarlouis. Beide Mannschaften haben sich ordentlich reingehängt, um in dieser Saison mithalten zu können. Die Arbeit hat sich ausgezahlt. Beide Mann. Das Spiel läuft. Man muss direkt den ersten Angriff zum eigenen Vorteil nutzen. Der erste Treffer ist enorm wichtig, um das Team zu motivieren und es in eine günstige Position zu bringen. Sie kommen einfach nicht durch. Das Spiel ist dem Schiedsrichter zu passen. Polidore. Das muss ich schaffen. Das muss ich ab. Polidore. Oh, ja. Mit der Kraft. Yes. 4-2-0. Walz. Faulenbach. Der 7 Meter wird nicht gegeben. Ja, aber die Schiedsrichter scheinen sich einig zu sein. Molinore legt seine ganze Kraft in den Wurf. Ein Wahnsinnswurf. Er tritt über die Linie. Oh. Das war eine tolle Chance. Scheiße. Ausgleich. Ein von Anfang an hart gekämpftes Match. Das gibt's. Erzielt ein herrliches Tor. Was für eine Technik. Oh Mann, das muss ich noch hinkriegen. Miyuki Echebeste. Tolle Aktion vom Torwart. Miyuki Echebeste. Faulenbach. Den hat der Torwart sicher. Sicher gehalten. Toller Einsatz vom Torwart. Er hat seinen Gegner richtig eingeschätzt. Sicher gefangen vom Torwart. Und er ist drin. Aus einem ziemlich ungünstigen Winkel. Polidore. Burrasch. Ausgezeichneter Wurf. Saarlouis. Kurz Pause. Konstanz rennt los, ohne auf sein Team zu warten. Nein, den hat er sicher. Beide Mannschaften liegen gleich auf. Boah, Mann, Mensch, da geht mal was rein, Alter. Oh, Beste. Ja, halte. Verwarnung wegen passiven Spiels.
Er ist drin. Polidore. Gelbe Karte für Krüger. Unter Möglichkeit, aufgepasst. Ein sehr körperbetontes Spiel, aber die Schiedsrichter lassen laufen. Das gibt's doch nicht. Walz. Und wieder der Ausgleich. Dabei läuft das Spiel erst seit 15 Minuten. Tor nach einem Angriff über den Flügel. Gut gehalten. Miyuki Echebeste. Tolle Aktion vom Torwart. Eine wahre Kanonenkugel. Der Spieler ist unglaublich stark. Walz. Herrlicher. Eine harte Nuss für den Torwart. Ich hab, boah, man hat dreimal gehört, wie ich. Murawski. Den hat der Torwart sich. Tor. Mit einem Hüftwurf lässt sich die Abwehr gut in die Irre führen. Faulenbach. Polidore kommt aufs Feld. Es steht 7-8. Krüger. Ich muss ja nicht gewinnen. Ganz schön ambitioniert auf diese Distanz. Ich hab doch die Scheiß schon. Sicher gehalten. Toller Einsatz vom Torwart. Er hat seinen Gegner richtig eingeschätzt. Er hat den Raum wirklich optimal genutzt. Mein Tor. Polidore. Leider kein Tor für Polidor. Konstanz mit dem Gegenangriff. Miyuki Echebeste. Miyuki Echebeste betritt den Torraum. Sicher gefangen vom Torwart. Nein, den hat er sicher. So, jetzt. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Was für eine Wurfschlacht. Ein tolles Tor. Krüger. Mit einer unglaublichen Kraft geworfen. Ein furchterregender Werfer. Gehalten! Was für eine Wurfkraft! Ja, der Torwart hatte keine Chance. Tolle Aktion vom Torwart. Vorbei. Schlechtes Timing, Christian? Ich würde sagen, vor allem zu große Distanz. Ja. Murawski.
Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Die Abwehr steht hervorragend. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Oh. Gegensche Beste. Mit der Kraft einer Kanonenkugel direkt ins Tor. Der Ball ist drauf. Man hört. Oh. Uraski legt seine ganze Kraft in den Wurf. Ein Wahnsinnswurf. Man hört, man hört eindeutig, wie ich passe. Das ist doch niemals. Na, ein Foul erscheint den Spielern die einzige Lösung. Den hat der Torwart sicher. Er wirft aus großer Distanz. Das kann nur daneben gehen. Ja, Mut zum Risiko, der sich diesmal leider nicht auszahlt. Na jetzt. Holt euch doch die scheiß Pille. Walz. Jetzt verzieh dich. Walz. Oh. Sicher gehalten. Toller Einsatz vom Torwart. Er hat seinen Gegner richtig eingeschätzt. Er versucht sich an einem riskanten Wurf. Walz. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Faulenbach. Sah Luis verliert den Ball. Vorbei. Schlechtes Timing, Christian? Ich würde sagen, vor allem zu große Distanz. Ah, das war ganz knapp. Ja, er kam einfach nicht an der Abwehr vorbei. Schade. Eine wahre Kanone. Mit diesem Ergebnis verabschieden wir uns für die Pause. 13:9. Ja, sie haben sehr geschlossen gekämpft und das Match kontrolliert. Sie den Rhythmus beibehalten und dürfen sich nicht zurückdrängen lassen. Hier ist noch alles möglich. Richtig, Sie dürfen jetzt nicht nachlassen. Sie können zwar selbstbewusst in die zweite Halbzeit gehen, aber bitte nicht allzu sehr.
So, los geht's. Weiter geht's. 9, 11, 13, 17 und so weiter. Es geht los mit der zweiten Halbzeit. Jetzt wird sich zeigen, wie sich die Veränderungen auf das Spiel auswirken, wenn wir die Nase vorn haben. Der Spieler ist unglaublich. Absolutes Weltklasse-Niveau. Meoki Echebeste, bring die Sache zu Ende. Hey, Hitze, 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 Hitze. Oh, da geht ein auf den. Dafür eine gelbe Karte. Faul durch Faulenbach. Meoki Echebeste. Konstant, oh. Endlos, ohne auf sein Team zu warten. Ja, das ist so. Ja, schnell. Mit einer unglaublichen Kraft gebaut. Ich will keinen Unentschieden, aber ey, Alter. Ja. Boah. Das war ja wirklich mal. Ein schönes Tor. Krüger. Schön abgewehrt! Was für eine Wurfkraft! Ja, der Torwart hatte keine Chance. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Meoki Echebeste. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Er trifft nach einem Angriff über den Flügel. Polidore. Mit der Kraft einer Kanonenkugel direkt ins Tor. Risikoreiche Aktion, schöner Wurf und ein herrliches Tor. Polidore. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Eine wahre Kanonenkugel. Der Spieler ist unglaublich stark. Polidore zeigt heute ein unglaubliches Spiel. Ja, er ist in Topform. Ein Angriff würde dem Spiel gut tun. Meoki Echebeste. Dieser Scheiß, Hitze, Hitze, Hitze. Meoki Echebeste vergibt die tadellose Vorstellung. Da ist das Tor. Der Torwart hat nichts gesehen. Ja, so ein Hüftwurf ist nur schwer vorauszusehen. Sicher gefangen vom Torwart. Er muss sich langsam zusammenreißen. Der Spieler ist unglaublich. Absolutes Weltklasse-Niveau. Polidore? Ja, sie verlieren die Ballkontrolle. Ui! Meoki Echebeste? Faulenbach? Krüger. Ein starker Wurf von Krüger. Meoki Echebeste. Der Ball ist im Aus.
Er versucht sich an einem riskanten Wurf. Oh. Bald. Beste. Murawski. Ey, das gibt's nicht. Die umgekehrte Beste. Eieieiei. Louis verliert den Ball. Oh. Ist vorbei. Schlechtes Timing, Christian. Ich würde sagen, vor allem zu große Distanz. Das gibt einen Freiwurf. Der Torwart war fast dran. Das war aber auch wirklich stark geworfen. Ich will auch mal diese scheiß Fangtrophäen. Dann kann ich auch wieder anders spielen. Noch ein Tor. Das Spiel neigt sich zum Ende. Ja, ab jetzt zählt hier jede einzelne Aktion. Walz. Boah, und er ist immer Latte schießt. Polidore. Ja, sie verlieren die Ballkontrolle. Und yes. Sie ziehen es bis zum Ende durch. Polidore. Hier steht wirklich gut. Ja, sie lassen den Angreifern nicht viel Raum. Gehalten! Faulenbach. Polidore. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Der Wurf war zu voreilig. Das hätte man besser aufbauen müssen. Die Junge geht schon beste. Faulenbach. Walz zeigt heute ein unglaubliches Spiel. Ja, er ist in Topform. Er wirft aus großer Distanz. Das kann nur daneben gehen. Ja, Mut zum Risiko, der sich diesmal leider nicht auszahlt. Ja, wenn die denken, so teilweise nicht schlecht, aber eigentlich gut, aber nicht schlecht stehen. Walz. Oh. Walz, was auf die Grenze des Spiels noch viel in der Gegend. Ja, du versuchst den scheiß Ball zu schnappen. Normalerweise schieße ich viel anders da. Immer näher und das Spiel bleibt offensiv. Jetzt bloß nicht nachlassen. Mann. Polidore. Die scheiß Bälle, wie bekomme ich nicht? Toller Akt! Oh. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Das Ende rückt immer näher und das Spiel so, Quatsch, eine scheiß Kinos. Hat auch gegen Ende des Spiels noch viel Energie. Er versucht sich an einem riskanten Wurf. Schönes Tor. Dann versucht er zu fangen und dann ruft der Tor doch nicht, wenn ich so scheit. Oh, jetzt will wieder drin. Schlechtes Timing, Christian? Ich würde sagen, vor allem zu große Distanz. Und jetzt. Er wirft aus großer Distanz. Das kann nur daneben gehen. Ja, Mut zum Risiko, der sich diesmal leider nicht auszahlt. Das Ende rückt ja, jetzt habe ich versucht, aber ich dachte, passt. Jetzt bloß nicht nachlassen. Oh, geht doch, ey, komm.
Dortmund. Faulenbach. Pass auf ihn. Ah, er schießt diese volle Kanne. In. Oh, jetzt batsch ich auch noch an die Wand. Miyuki Itche Beste. Ausgleich. Das scheint ein ganz enges Spiel zu werden. Genau. Jeder Spieler kann jetzt spielentscheidend sein. Das Publikum wird ungeduldig. Der Schiedsrichter ist... Ja, sie lassen sich zu viel Zeit. Faulenbach. Damit ist das Spiel vorbei. Yes. 26 zu 26. Ja, das Spiel war spannend bis zur letzten Sekunde. Keines der Teams. Ich wollte es zwar nicht, haben. Vielleicht hätte ein bisschen Mut zum Risiko, den es ging einfach nicht. Der scheiß Fangen. Ja, und man darf im Laufe des Spiels eben auch nicht zu viele Chancen vergeben. Vergebene Chance, fehlende Risikobereitschaft. Woran es auch immer gelegen hat, hier war heute nur ein Unentschieden drin. In allen Leiden. Wir haben sitzen, ja. Ich habe nicht schlecht gespielt. Ich habe meine Halbzeit eigentlich schlecht und nur gegen Ende habe ich halt 3, 4, 5 Tore geführt. Oder? Ja. Und das ist es halt auch. Ja. Das ist die scheiß Fangtrophäe. Ja. Du hast immer versucht, mit Viereck zu fangen und dann reagiert der Torhüter ein bisschen zu spät und ein Tor, ich habe es ab und zu schon 90% raus, aber 10% sollte man nur Steuerkreuz benutzen oder sollte man noch eine Taste drücken. Ja. Aber diese Itze-Itze-Itze-Biste, wie der Hummer heißt, ne, den drei Namen. Ja, der ruft halt rechts, der schießt links, der schießt im ganzen Ding so viele Tore. Ich kann Unentschieden spielen, was auch wirklich nicht so das bringt vor. Aber man sieht auch, 2-3 Wurfquoten waren hier nach dem ersten Halbzeit, sagen wir mal so betrachtet, sack schlecht. Ne? Da sieht man, in der ersten Halbzeit habe ich 4 Tore mehr und aber nur ein 13. Daran sieht man, die waren einfach gut. Ja? Ich habe auch erst Halbzeit nicht so wie da zum anderen Spielen so gut gespielt. Es hat auch noch so wie man ist halt noch drin, ob man die eine Trophäe braucht und normalerweise drücke ich halt Dreieck zum Werfen und nicht Viereck und Kreis. Also normal schießen und nicht springen. Es sind auch viele daneben gegangen. Aber man merkt auch natürlich auch gegen zu Kiel, dass es einfach die noch nicht voll sind. Weil da einfach viel, wie man sieht, du bist einfach kaputt und ja. Das hätte man auch vielleicht auch mal anfangen zu wechseln, ne? Spätestens so 20 Minuten vor Schluss. Weil einfach die Sachen viel anders sind. Ich bin nicht der Schlechteste, aber vielen Fällen merkst du einfach, ja. Ich so denke, damals, wie am Anfang, wo ich so fehlen, wie ich nicht wusste, welchen Knopf man was abfangen. Gemeint das Torhüter oder der Abwehr oder seine heißt ja blocken, sein heißt abfangen. Ja, was glaube ich, der Pass musst du Viereck drücken. Und wenn du den Viereck drückst, aber der hat durch meine Mauer geschossen, dann, ja, da reagiert Torhüter fast gar nicht mehr oder einfach viel zu schlecht, weil er auf den letzten Knopf reagiert. Und das war dann in dem Fall ja Viereck. Und wenn ich dann halt nicht die Taste bewegt habe, ja, so, um ihn halt zu fangen, ja, dann ruft der Torhüter dort schon mal gar nicht oder macht einfach die falsche Knöpfe. Ja. Ja, natürlich viele Sachen muss man auch zugeben, viele Tore waren auch wirklich gut geschossen. Ja, also. Ich hätte auch das letzte verkacken können bei deren letzten Angriff. Ja. Natürlich hat die letzte Minute rum, wollte ich nicht. Ich habe nur drauf geschossen, wollte ich natürlich auch es
halbwegs nicht mehr. Also, es gibt auch auf und zu, ab 58. Minute oder am Ende 58. Minute, wo es dann 26 stand, wollte man auch das 27. Tor nicht unbedingt schießen. Ja. Aber man sieht, man kann die letzte Minute auch nicht runterlaufen lassen. Ja. Sonst kriegt man ja eine Verwarnung. Ja. Aber jetzt so 54, 55. wo es 23, also 26, 22, 21 oder 21, 18 oder 16 stand, da wollte ich natürlich gewinnen. Aber ich bin einfach nicht mehr durchgekommen, ich konnte. Die ganzen Bällen, die so drüber gingen, ja. Dann dieses scheiß Abfangen, ja. Und das hat mir einfach so gebracht, das Knick gebrochen. Weil ich einfach viel, irgendwie mein Kies einfach sieht, ich spiele viel anders. Ich spiele viel gelassener, ich spiele mit Fangen, ich spiele mit Sit, was steht meine Dreierreihe da mit Dreieck, ja, so, und dann tue ich auch andere Tasten und stelle mich auch enger zusammen, dass die sich durch, also da nimmt sie, dass sie einen Angriffsfoul kriegen. Ich spiele anders. Ich laufe mitten durch und drücke dann kurz vom Strafraum reingehen, wie so unten im Handball. Stuhl ich einfach nur Dreieck oder Viereck rein, mit normalen Schwung. Ja, dann geht er auch fast immer rein. Ja. Natürlich kommt er jetzt nicht so wuchtig wie mit Hupfen, aber mit Hupfen kannst du so weit drüber schließen. Natürlich, ich habe die dann schwerer zu blocken. Da gibt es Vor- und Nachteile, aber halt wieder auf jeden Fall das bloß noch fangen und dann kann ich spielen, wie ich will. Und so sagen wir. Ja, jetzt nochmal, was gibt's da drin? Da steht nicht in Folge, kommen wir nicht mehr Spiele. Ja, wir haben 3 Spiele in Folge, ja, okay. Ich bin der Erste, ja. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen was, ja, jetzt machen wir noch zwei Spiele. Okay, das war's dann erstmal mit dem Video. Sehen wir uns beim nächsten Mal.